Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und wie gestern versprochen, geht es heute darum, wo ihr die meiner Meinung nach wichtigsten Items findet, wie ihr am besten Geld farmt. Und ja, starten wir direkt ins Video rein. Wo ihr hin müsst, um die Items zu bekommen, ist sogar relativ früh im Spiel, also im Prinzip direkt am Anfang. Und zwar ist das in Mesalona City und hier gibt es zwei Läden, die extrem wichtig sind. Und ich wünschte, ich hätte mich in meinem ersten Durchlauf hier ein bisschen besser umgeguckt. Weil wenn ihr von diesem Pokécenter aus losgeht, das heißt dem Pokécenter im Osten, und dann hier hoch und dann direkt die erste Straße hier vorne rein, dann seht ihr hier einen Laden mit einem Scharnierer-Sticker drauf. Denn das hier ist die Scharnierer-Apotheke. Und was ihr hier kaufen könnt, ist einfach insane. Also erstmal könnt ihr hier AP Plus kaufen. Crazy. Ihr könnt hier Fähigkeit-Kapseln kaufen. Übel crazy. Ihr könnt die ganzen Proteine hier kaufen. Aber das nicht alles. Das alleine ist ja schon krass. Aber jetzt passt auf. Man kann hier alle Minzen kaufen. Das ist absolut broken. Wer sich zurückerinnert an Pokémon an Pokémon Schwert-Schild, dort konnte man Minzen entweder für Gewinnpunkte kaufen oder im DLC erfarmen. War extrem schwierig, an die Dinger ranzukommen. Und hier kann man sie einfach in der allerersten Stadt kaufen für 20.000 Pokémon, was wirklich wenig ist. Ja, das ist mal der eine Laden. Übertrieben nice. Und wenn ihr von hier aus weiterfahrt, kommt ihr auch direkt zum nächsten Laden. Da fahrt ihr hier an der Promenade einmal hinunter. Denn jetzt müssen wir zum Botugel-Laden. Den gibt es auch in verschiedenen Städten. Ich fahre aber eigentlich immer zu dem in der Hauptstadt. Oh, vorbeigefahren. Und der ist hier. Hier könnt ihr Handyhüllen kaufen. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Aber auch sehr, sehr geilen anderen Stuff. Unter anderem... Na komm. Lad. Hopp, hopp. Ich war noch nicht drin, okay. Items für den Kampf. Und da könnt ihr Items kaufen, die ihr eurem Pokémon zum Halten geben könnt. Und hier könnt ihr unter anderem Wahlband, Wahlbrille, Wahlschal, Lebenorb, Fähigkeitenschild, die Fokusgurt, Expertengurt, Fokusband und so weiter und so fort. Extrem krasse Items für relativ wenig Geld. Und zwar so viele, wie ihr wollt, könnt ihr davon kaufen. Das Repertoire, was ihr hier kaufen könnt, ist nicht von Anfang an so groß, wie es jetzt hier ist. Das wird, umso mehr Orden ihr habt, umso größer. Zum Beispiel konnte ich Wahlband und Wahlbrille erst relativ spät kaufen. Aber Wahlschal ist meines Wissens nach schon sehr, sehr früh verfügbar. Mega nice. Dann geht es hier weiter mit anderen Items. Da könnt ihr Silber... Ihr könnt einfach Silberkronkorken kaufen. Wo ihr die einsetzen könnt, zeige ich euch auch noch gleich. Ihr könnt die Steine hier kaufen zum Entwickeln. Süßer Apfel und saurer Apfel für Knapfel für die Weiterentwicklung. Nektar, Rauchball, Sanftglocke für die Evoli-Form oder für Scharnierer zum Beispiel. Die Macht-Items, falls ihr gerne FP-Punkte sammelt. Also mega nice. Alle Pokebälle könnt ihr kaufen und Handyhüllen, die finde ich nicht so spannend. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wo ihr die Silberkronkorken für das Supertraining benutzen könnt. Dafür müsst ihr zu Frigomonta, dort zum Pokécenter fliegen. Das mache ich einmal. Und hier direkt am Pokécenter gibt es einen Dude, der mit euch das Supertraining macht. Und das auch schon relativ früh. Es ist nicht so wie bei Schwert und Schild, dass euer Pokémon Level 100 sein muss. Es muss tatsächlich nur Level 50 sein. Das ist schon mal sehr krass. Und ist auch relativ früh im Spiel, ne? Also Frigomonta, es ist ja Open World. Hier könnt ihr sehr früh hin. Ich glaube nach dem... Eigentlich könnt ihr hier sofort hin. Und hier habt ihr das super Spezialtraining. Können wir mal gerade machen. Suchen wir mal hier ein Pokémon aus. Richterfunktion kriegt ihr nach der Pokémon-Liga. Hier, den habe ich schon gemacht. Machen wir mal Glad Imperio. Der hat einen schlechten Angriff. Nehmen wir Silberkronkorken. Ich habe gerade 6. Machen wir die KP hoch, den Angriff hoch.
Init hoch, Verteidigung hoch und Spezialverteidigung hoch. Machen wir Spezialtraining starten. Und was er macht, ist dann die Defaust auf 31 zu setzen. Fortführen, nein. Und wenn ihr jetzt auf das Pokémon geht, ich hätte mal vorher nachher zeigen sollen, habt ihr hier jetzt den Angriff und alles mögliche maximiert. Spezialangriff brauche ich nicht. Und hat jetzt einen 316er Angriff, 283 KP und 113 Init. Init bei dem ist sehr gering, aber hier könnt ihr die Kronkorken auf jeden Fall benutzen. Wo es Gold-Kronkorken gibt, weiß ich aktuell noch gar nicht. Wahrscheinlich aus den 6er Raids. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Morgen wird es ein Video geben zu diesem schicken Pokémon, Gierspenst. Denn ich habe 999 Gierspenst-Münzen gesammelt. Und um Gierspenst zu entwickeln, braucht man nämlich 999. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, wo ihr die Münzen findet, wie ihr es entwickelt und wie das aussieht, gerne Kanal abonnieren. Ein Like auf dem Video lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar da lassen, was ihr gerne auch noch sehen würdet. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jetzt hätte ich doch beinahe vergessen, euch zu sagen, wie ihr Geld farmt. Da muss ich auch nochmal eine kurze Spoilerwarnung aussprechen, weil das ist wieder Endgame-Stuff. Wenn ihr die Pokémon-Liga durchgespielt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal gegen die Arena-Leiter anzutreten. Und das könnt ihr immer und immer wieder machen. Und einmal einen Arena-Leiter besiegen, gibt 12.000. Mit dem Münzamulett gibt es 25.000. Und ja, wie gesagt, die Arena-Leiter immer wieder besiegen und dann könnt ihr dort Geld farmen. Wie gesagt, pro Arena-Leiter 25.000. Ich würde sagen, so pro Stunde eine halbe Million sollte drin sein. Das ist für mich aktuell die Methode, wie es am einfachsten ist, Geld zu farmen. Ihr könnt natürlich auch durch die Gegend fahren, durch die Wüste und Sternenstaub suchen. Mit dem wilden Pokémon finde ich das aber relativ nervig. Deswegen würde ich auf jeden Fall den Weg gehen und die Arena-Leiter besiegen.